Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier. Ich habe das Team ein bisschen geändert, weil es auch vorhin nicht mehr lief. Scalloprock, Rexblizzer, Machomai. Probieren wir jetzt aus, ja. Bin abgestiegen auf 2665. Ja, Superliga liegt mir einfach nicht, das ist einfach so. Aber für euch mache ich trotzdem Videos. Und es ist immer noch genug Zeit, Legend zu erreichen. Es ist nur halt ärgerlich, dass man Legend fast erreicht hatte und dann dann hier Superliga kommen musste. Ja, okay. Ist ja nicht so, als ob hier Hardcore da losfliegt, ne? Boah, ist das zum Kotzen. Ja, der kriegt eine Säusestimme, die sich gewaschen hat. Das ist sehr gut, weil dann gehe ich jetzt in Rexblizzer. Und werde hier einfach mal nicht schäden. Bitte keine Giftattacke. Eisstrahl ist genehmigt. Ja, ich brauche den Wechsel. Das ist einfach so. Schnell weg mit dem Teil. Schon mal das erste Vieh weg. Bitte nicht noch ein Gift-Pokémon. Okay. Oh, ich habe hier keine Energie. Nein. Okay, das ist Knochenkeule, oder? Knochenkeule, Krypto, wie viel macht die? Boah, zu viel. Ja, das ist verloren, ne? Er hat perfekt abgefangen. Und die One-Hitted, okay. Ach, es ist so zum Kotzen. Ja, so geht's mir den ganzen Tag heute schon. Man hat einen guten Lead und dann kommt sowas. Und leider hat er perfekt abgefangen. Das war auch das Hauptproblem. Ja, vielleicht ersetze ich Scalloproc auch für Knogger. Mal gucken. Nervt mich hier so ein bisschen, muss ich zugeben. Weil egal, was man spielt, irgendwie wird man dann hinten trotzdem auf einmal ausgekontert. Okay, Nachthieb. Überleben wir auf den Verein, schätze ich mal. Ja, den ersten schäle ich nicht. Boah. Ist ja nicht so, als ob das übertrieben Schaden machen würde, ne? Nein, nein, nein. Ich gehe jetzt rüber. Ja, Drift-Zipli. Auch nervig. Auch nervig. Okay, wir kriegen einen zweiten Schritt, warum auch immer. Ramos macht Schaden, aber ja, bringt uns nichts. Und hier muss ich jetzt schön, falls er die Feuerattacke hat. Weil sonst bin ich weg. Ich muss das auch schön, wie traurig es auch ist, ne? Nahkampf, Nachthieb, whatever. Ist natürlich dann super. Nachthieb, okay. Rüber. Och, er hat schon den nächsten.
Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen aktuell. Ja, kaum eine Chance. Kaum eine Chance. Der Eissturm sollte jetzt reichen, aber trotzdem. Vielleicht muss ich Macho doch vorne spielen. Okay, Wälder. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Wälder ist weg. Das dürfte Wälder nicht überleben. Und er gibt auf. Gott sei Dank. Boah, genau deswegen habe ich Rexbeledeusaur auch dabei, wegen diesem ganzen blöden, nervigen Boden-Pokémon. Immer. Übelst auf den Keks gehen. So, Kampf beginnt. Der nächste kommt rein. Anas the Rice. Skeletor gegen. Es wird nicht besser, es wird nicht besser. Auch wieder so viel, was gesamtes Team auseinanderpflückt. Aber ich muss erstmal gucken, ob er Abfallwelle überhaupt hat. Na, kommt eine Aquawelle? Natürlich hat er Aquawelle. Kann ich gleich rübergehen, super. Ja, willkommen in Hardcontra City. Sag ich so, wie es ist, man wird hier gehardcontert wie sonst was. Aber natürlich. Ja, das ist schon wieder aussichtslos. Komm hier, hopp. Komm hopp, schnell. Das ist schon wieder hier aussichtslos, der Kampf. Ja, muss ich schön. Ja, der Donnerschlag war klar. Ach, das regt mich im Moment so hier auf. Man wird so gehardcontert. Perfekt. Was kommt rein? Mantax? Da kriege ich gleich wahrscheinlich ein Aeroass serviert. Ja, fangen wir das mal ab. Okay, er hat Aeroass. Perfekt. Ja. Und da sind wir schon mal wieder bei Boden-Pokémon, was er jetzt eh schön wird. Und deswegen gar keine Chance. Ja, damit hätte ich mit Dreck wieder gegen kämpfen müssen. Und dann hätte ich eine Chance gehabt, aber so keine Chance. Also geht's mir den ganzen Tag. Egal was ich spiele. Egal was ich spiele. Man wird irgendwie hart gekontert. Ich glaube, ich wechsle, glaube in Hollywood Cup. Genau, kennt ihr den Hollywood Cup? Halloween Cup. Ja, da kann man schon abschätzen, was so gespielt wird, aber hier ist wieder Mix. Und leider konnte ich meinen Rexblizzard nicht gegen das Boden-Pokémon bringen. Vielleicht hätte die Aquawelle einfach stehen müssen. Das mache ich auch nächstes Mal. Kampf beginnt. Pokésquawk. Ah, wieder Pandago. Ich hasse es. Aber den ersten Nachthieb kann man immer durchlassen. Ah, es nervt. Es nervt einfach.
Na, ich schilde. Und er geht auf Nachtdiebgeräusch. Jawohl. Aber hier rechnet er wahrscheinlich nicht mit. Von daher ist mir das Wumpe. Ich werde jetzt definitiv nicht schilden. Okay, weg ist er. Was die? Jawohl, natürlich. Natürlich, Frostedie. Ich gehe jetzt hier rein. Ich werde nicht schilden. Okay, ich dachte, ich kriege jetzt hier nichts raus. So, Energieball. Überlebt das, schade. Es war so klar. Es war so klar. Ich hätte warten müssen. Ja, ich komme nicht rüber. Oh, okay. Säusestimme. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er nicht den nächsten Nachtdieb rauskriegt. Okay. Das hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Aber nehmen wir so. Mal gucken. Expliza hat seine Arbeit gut geleistet. Einen guten Energieball geschmettert. Ja, verschwindet doch bitte mit Pandago vorne. Einfach mit diesem Vieh verschwinden. Von mir aus kann das Vieh hinten kommen, aber nicht vorne. Bloß nicht vorne. So, mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, ich glaube, Skelekork werde ich früher oder später durch Knorga tatsächlich ersetzen. Ja, die Dreier-Move ist wirklich ein bisschen besser als Fünfer-Move. Ja, super, da kann ich drin bleiben. Muss ich drin bleiben. Trifft Zeppli, nervig. Aber was soll ich machen? Dann kriege ich wieder hier die Bombenführung. Na? Okay, was ist jetzt los? Okay, Gegner hat Probleme. Okay, Glück muss man auch manchmal haben. Weil normalerweise hätte ich mir das nicht holen können. Da macht Erstauner viel zu viel Schaden. Ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen höher. Ja. Das stört mich. Ich gehe jetzt hier rüber. Zack, 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 zack. Das wäre echt schwer zu holen gewesen. Und was wäre das letzte Pokémon gewesen? Auch schwach gegen Kampf. Mal gucken. Hätte ich was mit Rex mit dieser machen können? Nein, nicht wirklich, ne? Einfach Boltoros hinten. Ich fahre runter, falls sonst bei mir das Spiel noch hängen bleibt. Man weiß man nie. Aber durch diesen Glücksfall sind wir hier positiv gelandet. Diese positiv. Aber ich glaube, ich werde Macho einfach nach vorne wieder packen. Na, Macho gefällt mir vorne irgendwie besser.
So, 2684, sehr schön, immerhin. So, hier packen wir Macho rein. Weil wenn noch mehr Pandaro vorne sind, habe ich keinen Bock drauf. Wenn nicht early. So, Ricky, was Baratza oder so? Was hast du? Natürlich. Als ob. Ja, hier kommt wieder Welser, Leute. Passt auf, hier kommt Welser. Natürlich, Schild ist korrekt. Überlebe ich eh nicht die Schlammbombe. Ja. Das ist so nervig. Es ist einfach so nervig. Ja, natürlich nur die Senkung, wie immer. Dann gehen wir hier auf Energieball. Weg ist das Viech. Ach ja, natürlich Noctu. Ich gehe jetzt auf Eissturm, mir egal. Das ist so lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Habe ich jetzt gedrückt? Nein. Ja, Noctu wird mich auseinandernehmen. Vielleicht hätte ich schilden sollen, weiß ich nicht. Ja, hätte auch nicht viel gebracht. Natürlich kriege ich Nidoqueen vorne serviert, ist klar. Boah. Ja. Ja, keine Chance, keine Chance. Was soll ich machen? Ich krieg gleich einen Welser als Hardkonter. Schwierig. Vielleicht hätte ich doch in Rexbeater gehen sollen. Ja, nächstes Mal gehe ich einfach in Rexbeater, wenn sowas da vorne ist. Ja, sein ganzes Team war Rexbeater schwach, aber egal. Okay, das. Ich wollte zuerst meckern, ne? Aber Schlinking ist hier vorne okay. Oh, warum Baldorfisch? Ich hasse Baldorfisch. Ich hasse es einfach mittlerweile. Das spielt auch mittlerweile so viele. Dieses blöde Gift-Pokémon. Ich hoffe, er schildert das jetzt nicht. Natürlich schildert er, schade. So, zack. Einen mache ich noch. Rüber. Schade. 1, 2, 3 Schlammboge. Ja, da natürlich, natürlich. Man wird hier gehardkontert, bis zum geht nicht mehr. Ja, einmal muss ich eh schön. Ah, Leute, ihr seht, was soll ich machen? Was soll ich hier machen? Kann ich nicht viel machen. Na, hier komme ich jetzt mit Säusestimme, mir egal. Geh rüber. Ja, natürlich kommt wieder Nidoqueen. Ach, es ist so lächerlich. Es ist einfach lächerlich mittlerweile.
Er schildert sogar, okay. Ja, ich krieg den Schubball aber nicht hin, oder? Ja. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen, wenn ich hier diese Kämpfe schon sehe, ne? Kaum ändert man das Team, auf einmal kommt Nidoqueen und sowas. Na klar, natürlich. Also, dann gibt's keinen Algorithmus? Weiß ich nicht. Ist schon komisch. Ist schon seltsam. Ist echt komisch, ja. Egon Toast 2. Egon Zitteus. Macho Mai, okay. Hier teste ich immer erstmal aus, wer den Gleichstand gewinnen würde. Und der fängt ab. Ja, das ist nicht schlimm. Weil Ariados hat nichts gegen Skelecrock. Von daher. Rüber. Ja, er kann mich hier abschwächen. Das bringt ihn aber nicht viel. Es wird ihn nicht viel bringen. Anfallen macht hier gar nichts. Ich werde hier genüsslich runterfahren. Hab drüben Kreuzsweep ready. Und ich kann trotzdem gemütlich auf Spuckball gehen. Okay, und für das Vieh habe ich Grexbiter dabei. Boah, das war wichtig. Das war wirklich wichtig gerade. Ja, der musste trotzdem schön. Hier muss ich vor Wuchtschlag aufpassen. Genau. Er ist hier weg. Das ist super. Und jetzt gehen wir rüber. Dann schön Krypto Kreuzhieb ab. Ja, das sollte man gewonnen haben. Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gut, dass er zweimal geschildert hat. Weil auch Krypto Gigantes wäre wahrscheinlich durch den Spukball weg gewesen. Mal sehen, was wir noch so kriegen, aber ja, mit Skelecrock bin ich ein bisschen unzufrieden, teilweise. Ja, was kommt rein? Ronald Ray F. Ronald McDonald. Okay, das ist eine gute Führung. Auch Skelecrock kommt gut dagegen an. Was bist du? Kommandutan. Oh nee. Ja, dann wäre ich in Rex wieder gegangen. Ja, weil der hat hier Wirbler, nervig. Aber er muss auch schilden, von daher egal.
Natürlich können die ja das perfekt timen, leider. Ich hoffe, einen Airstand kann ich machen, bevor ich einsetze. Ach komm, ernsthaft? Hätte ich mal doch eingesetzt. Ach, es nervt mich einfach nur noch. Es nervt. Es nervt. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Habe ich eh schon verloren, so gut wie. Fahren jetzt hier genüsslich runter, aber das war's auch schon. Schick jetzt auch einen Energieball einfach ab. Aber jetzt kommt 1, 2, 3 Hardkonter. Und das ist wieder Nidoqueen einfach, ne? Es ist einfach wieder dieses eklige Nidoqueen. Ich hasse es. Wo kommt das auf einmal her? Ich habe in ganzen Sets heute Morgen und gestern gar keinen Nidoqueen gesehen. Ja, natürlich schafft er die Attacke noch. Ja. Ist ätzend. Es ist nervig. Egal, was man macht. Ja, gegen Kommandutor, da hätte ich mit Dexbizarre reinkommen müssen. Das ist einfach so. Das hätte ich sonst gewinnen können, aber nein. Ja. Schade. Schade, dass der Energieball auch nicht mehr gemacht hat. Das ist wiederum ein negatives Set. Weiß nicht, man gewinnt die Führung und wird dann hinten so ausgehebelt. Von einem blöden Kommandutan. Ja, ich hätte nur ein Schild gebraucht. Komm. Ich gehe jetzt hier rein, mir egal. Was soll ich sagen? Aber hier, ich. Oh, komm. Ja, ich bin jetzt das Pflanzenattacken. Die. Ja, er hat geschildert. Ja, dann kommt jetzt hier ein Energieball. Perfekt. Ja, mehr konnte ich nicht leisten, leider. Bei meinem Glück hier. Geht auf Juwelenkraft. Warum ködert man da? So. Ich hoffe, er denkt, das ist die Steinkante. Eigentlich Steinkante muss er respektieren. Dann gehen wir hier rein. Also, Wirbler kommt. Ja, natürlich haben sie Wirbler. Schön, ne? Ach komm! Ey! Es ist zu kotzen, es ist einfach zu kotzen. Ach Mann, hätte ich mal doch nicht geschildert. Ja, jetzt kriege ich gleich wieder Aeroas ab. Wie gesagt. Superliga ist nicht meins. Egal was, wie ich mich entscheide, es ist eine schlechte Entscheidung. Und leider überlebt das Tropius. Leider überlebt das Fidos. Na, ich habe gedacht, ich hätte runterfahren können. Das wäre echt gut gewesen, wenn ich hätte runterfahren können.
Ja. Und wieder ein wunderschönes 1 zu 4 reingedrückt bekommen. Top. Macht Spaß. Und zwar nicht, aber naja. Muss man mit leben. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock, da rumzumotzen, aber in dem Augenblick, wo das passiert, regt das halt einen auf. Ist einfach so. Muss mir da ganz andere Sachen einfallen lassen. Ich brauche Hardkonter gegen Drift Zippeli und gegen diese blöden Bodenviecher brauche ich Hardkonter. Okay, Schlinking, mal sehen, was reinkommt. Es ist wieder ein Baldorfisch. Ich hasse dieses Kackteil. Ja, und die setzen aber auch pünktlich ein. Blödes Baldorfisch, ich hasse dich. Und wenn das vielleicht noch Schlammwoge kommt in 1, 2, 3 oder so. Immerhin hier im Gleichstand. Okay. Ich habe eine Idee. Müsste ja gleichzeitig haben. Schade, natürlich. Immer wenn ich abfange. Und der kann schon weg, der ist schon verloren. Egal wie ich es mache, egal wie ich spiele, Hauptsache er kann verwechseln. Ich hasse es, ich hasse es einfach. Okay, er hat blind eingesetzt. Das ist gar nicht mehr schlecht. Bitte Säusestimme. Dankeschön. Und er gewinnt den Gleichstand. Er gewinnt allen Ernstes den Gleichstand. Aber natürlich gewinnt der Herr den Gleichstand. Natürlich. Ja, hätte ich den gewonnen, dann. Egal, was ich mache. Egal, wie ich es spiele, ne? Ja. Hätte man gewinnen können, ja. Aber man wird ja hier ausreichend ausgekontert. Egal wie, egal was man macht, egal welches Pokémon man geht. Dieses blöde, verkackte Baldorfisch, ich hasse es. Warum spielen das so viele? Obwohl sonst eigentlich so viele Boden-Pokémon sind, ne? Ja, das Problem ist, dieses blöde Baldorfisch kommt gegen alles an. Eldorado FM. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann dieses blöde Vieh nicht mehr sehen. Und die setzen auch nicht mehr. Komm. Ich schädle jetzt einmal, weil er die Schlammwoge hat. Okay, das ist der Eisschrei gewesen. Ist okay. Schlurpleck, okay. Ja, das wird mir trotzdem gar nichts bringen hier alles. Weil hier Mr. Baldorfisch mich abnerven wird. Erdbeben, Body Slam, ja, Body Slam. Ich hoffe, er schildert jetzt mal. Und das Body Slam war trotzdem, das ist verloren. Das ist verloren, Leute. Weil jetzt kommt wieder dieses blöde Baldorfisch rein, was hier alle abnerven wird. Natürlich Schild. Ich werde jetzt nicht schilden.
Natürlich steht er da leider auch nicht. Warum auch? Schade, ich dachte, ich kann abfangen. Naja, ist halt so. Nassschweif kommt. Und der muss natürlich den nächsten auch rauskriegen. Ja, was soll ich machen? Keine Chance. Das macht so übertrieben viel Schaden, natürlich. Natürlich, natürlich kommt dieses Vieh noch rein. Und auch noch Krypto. Wäre es wenigstens Non-Krypto gewesen, hätte ich gewinnen können noch. Spukball drücken, rüber und ja. Aber, ja. Was soll man dagegen machen? Was soll man dagegen machen? Man wird nur noch gekontert hier. Nur noch. Ach, wenigstens ein 3-2 oder so. Das würde mir ja schon reichen. Tigo L16, aber ich werde das Team komplett umstellen. Da kommt ein komplett neues Team. Man sieht ja, wie hart man hier gekontert wird. Ja, ich habe zum Glück Rambos. Das ist ein Wirbler. Das muss ein Wirbler sein. Na gut, dann gehe ich hier auf Rambos. Natürlich schildert er korrekt. Ja, ich krieg gar nichts mehr hier mit, danke. Aber Wirbler tankt man hier ganz gut. Natürlich kommt ein Razaf rein. Es ist so zum Kotzen. Und der geht nur auf Nachtdieb, jawohl. Ich hab ein Glück heute, oder? Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Ja, doch, könnte sinnvoll gewesen sein. Was kommt rein? Ich gehe in Macho einfach. Oder nicht, Skelecock. Wäre ich doch nicht in Skelecock mal gegangen. Na, ja, jetzt habe ich verloren. Ja! Als ob. Na toll. Ja, das ist super. Komm schon. Ja, ich sehe nicht mal das letzte Pokémon. Das ist so frustrierend hier alles gerade. Ja. Tag das auch noch. Jawohl, Dunkelklau. Ja, natürlich musste auch Galas Mokmok Rambos schön. Als ob das genau wusste, ja, der spielt Rambos. Mhm. Okay, ist klar. Ja, was soll ich machen? Ich muss das Team komplett umstellen. Da habe ich jetzt gar keine andere Wahl mehr. Ich bin ja auch verdammt leider Superliga spielen zu müssen. Call dann 34. Call dann. Bitte, bitte mit Kreuzschere, danke. Komm schon. Aber wisst ihr was? Das ist mir egal. Ich hab gleich noch ein schönes Skelecock für ihn. Und er muss hier auf Spukball gehen.
Schilder, falls der Spruch mal kommt. Ach ja, Wirbeler kann das Vieh ja auch jetzt mit. Egal, im Gleichstand, da werde ich jetzt nicht schilden. Okay, auch nicht. Perfekt. Ja, ich werde Macho opfern. Ich muss Macho mal opfern. Ist einfach so. Macho bringt mir hier nichts mehr. Wenigstens im Gleichstand, das ist sehr schön. Theoretisch könnte ich schilden, aber das bringt mir nichts. Wird hier das Schilden. Und wird jetzt ausholen. Ein Nachtdieb sollte ich aushalten. Hallo? Ach was. Ja, komm schon. Komm schon. In welcher Welt? Warum leckt das so? Ach, es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Hä, wie kann er so schnell... Ach, komm. Ach, komm. Es ist lächerlich. Es ist lächerlich. Man kriegt hier Lecks des Todes und dann... Ja. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht. Ich reg mich hier gerade echt auf. Tut mir leid, Leute, aber man kriegt Dialekt des Todes und hat dann gar keine Chance mehr. Ich wollte eigentlich schon Spukball eingesetzt haben, aber danke. Für nichts. Weil ein Nachtdieb hätte ich definitiv noch überlebt. Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. Na, ich muss so tun, als ob. Aber warum gehe ich eigentlich auf Rambos? Das war doof. Jetzt kann er ja runterfahren. Okay. Ja, jetzt hat die Knochenkeule kommen. Es ist lächerlich einfach. Wunderbar, das Spiel. Ich gehe von Knochenkeule einfach mal aus, die überlebe ich. Natürlich kriege ich hier den Schattenknochen. Ist mir egal, hier fahre ich jetzt runter. Ich gehe hier direkt auf Energieball, mir egal. Aber ja, Leute, 0 zu 5. Mal wieder. Ist das nicht so toll hier alles? Ist das nicht alles hier schön? Na, Tropius hätte ich sonst wo gebraucht, aber okay. Es ist so dumm mittlerweile. Ich hasse Superliga. Ich hasse es einfach mittlerweile. Ah ja. 2563. Ich bin jetzt in den Tagen 400 Punkte gesunken. Yay. Macht Freude. Wäre Meisterliga geblieben, da hätte ich auf jeden Fall Legend geschafft. Sag ich so, wie es ist. Aber naja, es ist halt so, wie es ist. Will mich auch nicht weiter aufregen. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.